Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Test, Test, Test. Hallo, ist da jemand? Hi. Herzlich willkommen hier wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast nach so langer Zeit. Und falls du hier das allererste Mal reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Hier spricht Carsten. Carsten Wölfling. Ich bin der Kopf von Functional Basics. Und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Und ich freue mich, hier endlich mal wieder einzusprechen und dir eine Solo-Folge zu geben. Was ist passiert? Worum geht's? Und wieso, weshalb, warum melde ich mich jetzt? Es ist einiges an Zeit verstrichen und es ist doch schon länger her, als die letzte Folge online gegangen ist. Es war ein Interview und wenn du zurückblickst auf die letzten Jahre Podcast von Functional Basics, es dreht sich hier ja immer um die Basis für mehr Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, Klarheit und Leichtigkeit im Leben. Und das Thema Leichtigkeit ist auch hier immer mal wieder aus verschiedensten Facetten, aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Lebens- und Fachbereichen, sei es jetzt mit Expertinnen und Experten, aber auch von meiner Seite immer wieder sehr beleuchtet worden und hat dir Impulse an die Hand gegeben. Und ich möchte mich nach dieser langen Zeit wieder melden, weil ich gerne mit dir etwas teilen möchte. Teilen, Erfahrungen, Impulse. Es wird Einblicke geben, Solo-Folgen, indem ich dir Übungen, Impulse für deine Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, mehr Klarheit und Leichtigkeit im Leben geben möchte, wie aber auch Interviews zu verschiedenen Themen. Und rückblickend gibt es jetzt Functional Basics seit 2012, also über 10 Jahre. Und wie ich, hat sich auch meine Projekte haben sich einfach verändert. Sie sind reifer geworden. Ich nehme den Podcast jetzt quasi mit 37 Jahren auf. Und an manchen Stellen ist er ruhiger geworden. Gelassener, aber zeitgleich fokussierter und energischer. Genau wie meine Person. Und es gibt im Leben Höhen und Tiefen. Manche sind schnell durchlaufen, weil wir vielleicht Werkzeuge an der Hand haben, uns Menschen anvertrauen können, wie aber auch, dass wir für die Selbstfürsorge, Selbstwirksamkeit Dinge über die Erfahrungen, über die Jahre an die Hand bekommen haben. Und hey, vielleicht habe ich dir sogar das ein oder andere Werkzeug an die Hand gegeben, sei es über den Podcast, über meine Blogartikel. Vielleicht kennst du mich persönlich aus Events oder du trainierst draußen mit mir beim Health Meeting Leipzig. Vielleicht habe ich dir da sogar den einen oder anderen Mehrwert schon gegeben und dich zum Nachdenken angeregt und vielleicht für die eine oder andere Veränderung dann angestupst. Und das Leben in Höhen und Tiefen, ich habe gerade gesagt, manche sind schneller durchlaufen und manche brauchen eine unbestimmte Zeit. Und das ist bei mir genauso. Ich glaube, viele haben häufig den Einblick oder nicht Einblick, sondern den Verdacht, dass wenn jemand sich ja so sehr im Gesundheitsbereich mit der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch mit seinen ganzen Themen beschäftigt, dass diese Personen keine Probleme haben. Aber das ist nicht so. Auch, und ich spreche jetzt mal für alle Gesundheitsberufe, wir sind auch nur Menschen. Wir haben Höhen und Tiefen. Und auch hier, manche Höhen sind wunderschön und die möchten wir festhalten. Und dann gibt es natürlich auch Tiefen, wo wir uns vielleicht in Momenten verlieren. Und da ist es in meiner Welt umso wichtiger, eine fundierte, sichere Basis zu haben, ein Fundament, worauf wir stützen können. Und das ist zum Beispiel, ne, du kennst die 4 Säulen von Functional Basics, vielleicht von meiner Homepage oder aus dem Podcast, oder du hörst sie jetzt das allererste Mal. Das ist einmal die Ernährung und die gesunde Verdauung. Wir müssen alle was essen. Und über die Jahre habe ich mich hier Dogmen entledigt. Das heißt, Ernährung darf leicht sein, Ernährung darf schmecken und es darf deinem Ziel förderlich sein. Ob das jetzt ein Brötchen zum Frühstück ist mit Salami und Schokoaufstrich oder vielleicht ein Rührei oder ein Tofu oder du machst intermittierendes Fasten und machst statt Frühstücken Spätstücken. Es gibt inzwischen so viele Wege zu einer gesunden Beziehung zu einer Ernährung.
Natürlich setze ich mich dafür ein, dass Ernährung leicht sein darf. Weil aufgrund der vielen Mythen oder auch Richtungen in der Ernährung habe ich inzwischen viele Klientinnen und Klienten oder Seminarteilnehmer, aber auch Bekannte und Freunde, die verwirrt sind im Ernährungsdschungel und nicht mehr wissen, was sie denn essen sollen, in Anführungsstrichen. Das ist eine Säule, die zu meiner Welt, zur sicheren Basis gehört. Dann die zweite Säule ist das Thema Bewegung. Bewegung ist Leben und Leben ist Bewegung. Und Belastbarkeit kommt von Belastung. Ich habe viele Jahre immer gesagt, ich möchte über 120 Jahre alt werden und möchte stark sein. Und auch da, ich werde dazu eine Solo-Folge noch aufnehmen, wie ich ins Burnout gerutscht bin und wie ich da wieder rausgekommen bin 2011 und welche Learnings ich dazu mitgenommen habe. Weil da war ein Punkt zum Beispiel, ich muss ein bestimmtes Außenbild darstellen und habe mich aufgrund von limitierenden Glaubenssätzen hier sehr, sehr stark viele Masken aufgesetzt, möchte ich mal. Und die Masken habe ich mit den Jahren ablegen dürfen und sehe das natürlich jetzt auch natürlich jetzt anders. Nichtsdestotrotz ist aber Bewegung ein essentieller Bestandteil unserer Gesundheit. Und es ist erstmal egal, wie du dich bewegst, ob du ins Fitnessstudio gehst, ob du drin oder draußen trainierst, ob du Zumba machst, ob du eine Kettlebell von A nach B schwingst, aber auch vielleicht tanzt, Breakdance machst, Natural Movement, auf Bäume kletterst. Es gibt auch hier, wie bei der Ernährung, ganz verschiedenste individuelle Wege, die wir einschlagen dürfen und auch testen dürfen. Also wir haben einmal das Thema Ernährung, gesunde Verdauung, das Thema Bewegung, Training, schmerzfreie Bewegung, weil wann macht Bewegung keinen Spaß? Wenn sie weh tut. Und als Sporttherapeut kann ich auch aus eigener Geschichte sagen, als ich noch Leistungssport Wasserball getrieben habe, wenn mir die Schulter zum Beispiel ausgekugelt habe oder hinsichtlich, dass ich auch schon Verletzungen, Rückenschmerzen in den Burpee aus der Kalten gesprungen und zack, war der Rücken komplett dicht und ich musste dann zum Arzt auf Verdacht vom Bandscheibenvorfall. Also auch diese Geschichten, da kann ich einige Lieder von singen. Natürlich aber auch von Klienten und Klientinnen oder auch damals Patienten in der Sporttherapie. Die dritte Säule ist das Thema Regeneration. Auch hier spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Regeneration ist in meiner Welt ein sehr unterschätzter Erfolgsfaktor. Nicht nur im Bereich Training, sondern aber hier auch hinsicht deines Alltags. Und da fallen solche Faktoren wie, wie gut ist dein Schlaf? Wie gut ist der Umgang mit Stress? Na, als ich 2011 und 2015, 2011 einmal im Burnout und 2015 im Bore-out war, war mein Körper massiv gestresst. Und wir können Stress nicht immer meiden. Aber wir können lernen, mit ihm umzugehen. Wir haben also die drei Säulen. Und die vierte Säule ist das Thema Persönlichkeitsentfaltung oder Persönlichkeitsentwicklung oder das Thema Mindset. Und das Thema Persönlichkeitsentwicklung wird auch hier in dem Podcast immer mehr ein Teil werden, weil ich mich natürlich auch aufgrund meiner Tätigkeit als systemischer Berater, als Health- und Life-Coach viel natürlich mit der Psyche auseinandersetze und Gedanken, Glaubenssätze, Werte, die Warums, Entscheidungen. Wird es auch hier im Podcast auch immer mehr Übungen für dich geben, sodass du mehr Verbindung zu dir selbst kreieren kannst? Das ist etwas, was ich aus den letzten Wochen, Monaten tatsächlich, und da werde ich, wenn ich in meinem Prozess weiter bin, werde ich das, wenn ich kann, auch teilen mit dir. Aber dazu ist es noch zu zeitig. Dazu wird es auch demnächst ein Interview geben, wo du vielleicht die ein oder andere Facette raushörst, was ich gerade, ja, in Anführungsstrichen erlebe, erleben darf. Das Thema Persönlichkeitsentwicklung gehören zum Beispiel die Identifizierung von Glaubenssätzen. Was sind meine Werte? Was sind meine Bedürfnisse? Was berührt mich? Wo stecke ich Grenzen ab? Wie kommuniziere ich mit mir und mit anderen? Ich habe gerade gesagt, die Verbindung zu dir selbst herstellen. Oftmals sind wir im Außen und nehmen Vorannahmen über andere, denken für andere mit. Und von allen den Dingen leitet sich ein Verhalten ab. Und das Verhalten kann angemessen sein oder vielleicht störend. Und
Das ist in meiner Welt die Aufgabe der Persönlichkeitsentwicklung, dass du in dir Glück und Frieden findest und da entsprechend die Werkzeuge in der Hand bekommst, dass du diese auch nutzen kannst, wenn es in einem Tief ist. Hier möchte ich aber direkt noch einen anderen Gedanken mit dir teilen. Und zwar, wenn du in einem Tief bist oder du kommst gerade nicht weiter, dann meine Empfehlung, sprechenden Menschen kann man helfen. Such dir Unterstützung. Ob das eine Therapie ist, ob das ein Coaching ist, eine Beratung oder ein Austausch mit deinen Liebsten. Vertraue dich jemanden an. Ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten, dass im Burnout, Bore-out, wo ich Suizidgedanken hatte, wo ich Depressionen hatte, aber wie auch in aktueller Phase oder aktuellen Momenten in den letzten Wochen und Monaten, vertraue dich Menschen an. Du bist nicht alleine. Und das ist auch der Grund, warum ich wieder mit dem Podcast hier starten möchte. Ich möchte dir weiterhin im Rahmen einer Bewegung Gesundheit ist für alle da. Und hier im Podcast oder auf Instagram, auf meinem Kanal Functional.Basics, in meinem Blog, den ich wieder gestartet habe, wie aber auch mit allen anderen Projekten, sei es das Health Meeting Leipzig oder die kostenfreien Guides und Workbooks, die ich zur Verfügung stelle. Ich möchte, dass du bestmöglich die Werkzeuge und die Tools an die Hand bekommst, die ich mir in bestimmten Situationen des Lebens gewünscht hätte. Und diese ganzen Dinge möchte ich natürlich auch mit Expertinnen und Experten besprechen. Also freue dich da auf Interviews. Und mein Wunsch, ja, es sind sehr viele Folgen in den letzten Jahren entstanden. Schau auch rückblickend. Was gibt es dort für Themen, die dich vielleicht ansprechen? In dem Sinne, ich bin wieder da. Es wird wieder Podcast-Folgen geben. Manche sind persönlicherer Natur, manche werden Übungen beinhalten, Techniken aus verschiedenen Lebens- und Fachbereichen, um dir mehr Gesundheit, Klarheit und Leichtigkeit im Leben zu verschaffen. Ich freue mich auf eine spannende Zeit. Und ja, wir haben jetzt Juni 2024. Die Sommerferien haben begonnen. Vielleicht bist du gerade in Urlaubsstimmung, vielleicht verreist du. Und hey, dann nimm doch den Podcast gerne mit von mir und Functional Basics auf deine Reise. Und vielleicht sprich dich die eine oder andere Folge an, teile sie mit deinen Liebsten, nutze die Dinge, schau, ob du sie umsetzen magst und kannst. Und natürlich mein Wunsch, wenn dir die Informationen im Podcast gefallen, dann gerne bei Spotify und iTunes bewerten. Weil so kannst du Functional Basics, meine Arbeit, aber auch meine Bewegung Gesundheit ist für alle da, unterstützen. In dem Sinne wünsche ich uns eine wunderschöne Zeit. Bis dahin, dein Carsten. Ciao.